Wie macht man das ohne Kokain? Keine Ahnung. Morgen. Also, guck mal, meinen Tee habe ich schon ausgetrunken. Es ist ja noch ziemlich früh. Für meine Frisur kann man... Ich glaube, als der liebe Gott die Locken verteilt hat, ne? Da muss mich irgendwer von euch geschubst haben. Ich wollte als Kind immer diese coolen Frisuren haben, wisst ihr? Nicht geklappt. Ich kann machen, was ich will. Die Dinger drehen sich von rechts nach links, nach links, nach rechts. Ich habe auch aufgehört. Also ich wollte mal, und jetzt ist es egal. Sollen die machen, was die wollen? Nicht mein Leben. So, wir haben noch früher morgen. Ja? Und gleich habe ich noch Prüfung. Anhängerprüfung. Da bin ich ja mal gespannt. Es ist ein Sauwetter draußen. Guck mal, wie das draußen aussieht. Pass auf. Und das Geile an so einer Anhängerprüfung ist, dass die Fahrschüler einen Sicherungsposten brauchen. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wer das ist. Richtig geraten. Und ich und Batman, wir machen dann draußen die Sicherungsposten. Und ich glaube bis... Also wir haben jetzt 8 Uhr morgens. Guck nach, ich weiß es nicht. Bis 15 Uhr geht die Prüfung. Dann habe ich eine Stunde Pause. In der Stunde drehe ich dann den Rest von dieser Folge. Dili Di Nummer, ich glaube, 33. Yes! 33, Alter. Schon 33. So lange sind wir schon zusammen. War bald Jahrestag. Und dann habe ich bis abends um 8 Uhr dann Fahrstunden. Und dann schneide ich die Folge. Und dann ist auch schon wieder morgen. Ja, so sieht's aus. Also, dranbleiben. Irgendwann später. Dame Macho Macho. So. BE bei diesem wunderschönen Traumwetter. Warte nochmal, pass auf. Boah. Boah, ein Traum in mir. Kackelang, kack, es regnet wie Sau die ganze Zeit. Naja, aber hat geklappt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch ein Foto zeigen kann. Vielleicht, schauen wir mal. Und ansonsten, guck mal hier, komme ich hier rein, pass auf. Guck mal. Hat der Patrick. Loch, Loch. Hat der Patrick die Tür rausgerissen. Hier haben wir keine mehr. So, aber das ist die neue jetzt hier. Boah. Und, ging gut oder was? Ja. Voll ein Loch hier. Ja, hier habe ich schon ein bisschen rausgenommen. Aber passt nicht. Ah. Ja, und der Mirko kommt später und baut die ein, oder? Wir kriegen nämlich so eine Brandschutztür. Die Stadt hat gesagt, wenn es mal fackelt hier, dann, also dass es nicht durchfackelt. Also wenn die Fahrschüler im Unterricht sitzen und es fängt richtig an zu brennen, dass die auch da rauslaufen können. Warum auch immer, was ein Bullshit. Also die könnten, da ist eine Tür, seht ihr, die sitzen hier, da sitzen die und dann können die da lang gehen und da raus. Das muss ein sehr starkes Feuer sein. Ja. Ich glaub, das hat dann ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Loch. Was? Voller Loch da in der Wand. Sehr geil, Patrick, übrigens, sehr geil. Ja. Ja, ich habe jetzt kurz Mittagspause, dann haben wir mal hier mein, keine Ahnung, was das ist. Er sieht nicht schlecht aus und hier drin, Achtung, Kartoffel, oh, es gibt Spargel. Es gibt Spargel, ja, ich mag Spargel. Früher hatte ich Blach, Spargel, Blach. Heute mag ich Spargel, keine Ahnung warum. Stellt euch mal hier hin, warte. 2000 Jahre später. So, da komme ich hier rein. Wie spät haben wir? Wir haben, kann man das sehen? 20 Uhr, 51, yes! Und da komme ich hier rein, so, mach mal Licht an, da ist die Tür schon fertig, guck mal hier, boah, wow, da ist unsere neue Tür, die, oh, und die sieht sogar fast gut aus, guck mal, zack, boah, voll der Brandschutz hier, wenn sie jetzt hier brennt, dann ist aber, boah, so, wenn die, pass auf, wenn die zugeht, guck, geil, ne? Voll geil. Mein Onkel ist Bauunternehmer. Der hat die eingebaut. Richtig gut. Richtig gut. Weil ich das hätte selber machen müssen, ne? Mehr, besser nicht. Besser nicht. So, schon alle zu Hause hier? Keiner mehr da? Alexa? Er schläft auch. Mal einer wieder den Drucker angelassen. Na! Alter, der Drucker ist ein Gerät. Soll ich euch mal die Geschichte zu dem Drucker erzählen? Ich habe das Ding, also ich habe das alles hier, dieses ganze Büro, was hier so, was man so sieht, das alles und so einen geilen Schrank hier und die coolen Schreibtische und so. Alles eBay Kleinanzeigen.
Da war so eine Anwaltskanzlei in Düsseldorf, ne? Die hat sich aufgelöst, da habe ich gedacht, komm, dann nehme ich das alles hier, hab das dann da abgeholt, ne? Dann hatten die auch einen Drucker da stehen. So, den. Karton. So. Ja, und dann sagt die Tante, brauchst du nicht noch einen Drucker? Ich sag, ja, einen Drucker brauche ich immer, ne? Habe ich gesagt, ja, boah, okay, nehme ich mit. Dann bin ich mit meinem Dad das Ding abholen gefahren. Ja, mein Dad ist schon, der ist schon ein bisschen älter. Und ich bin ein geborener Optimist, ja. Also da, wo, also das Glas halb leer, halb voll, ich bin mehr so der ganz voll Typ, ja. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, wir holen das da eben ab. Ja, holen wir eben den Drucker ab. Und dann habe ich 110 Kilo mit meinem Dad da irgendwie aus dem ersten Stock im strömenden Regen. War nicht so geil. Aber jetzt steht er hier, der Drucker. Yes. Yes, yes, yes. Eigentlich wollte ich was ganz anderes. Ich wollte in dieser Folge über Energie was erzählen. Weil ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber meine Tage sind ultra fucking lang. Also es fängt so, ich war heute Morgen schon wieder um 8 Uhr unterwegs hier in der Fahrschule. Ich glaube, das seht ihr ja in dem Video. Und wir haben jetzt 21 Uhr. Wie macht man das ohne Kokain? Keine Ahnung. Also, ich habe irgendwann mal rausgefunden, dass wenn man das macht, worauf man Bock hat. Ah, der erzählt da auch was. Ja, ich erzähle erstmal weiter. Also, ich habe irgendwann rausgefunden, wenn man das macht, worauf man Bock hat. Damit meine ich jetzt nicht in der Sonne liegen und chillen. Sondern jeder von euch hat so eine Ambition. So ein Ding, wo die Augen anfangen zu leuchten. So ein Ding, wo man sagt, boah, das ist geil. Das mache ich gerne. Vielleicht Volleyball spielen, vielleicht schnorcheln, vielleicht Golf spielen, vielleicht angeln. Vielleicht Bilder malen, vielleicht Bücher schreiben. Und wenn man das schafft, sich in diesem Bereich einen Job zu suchen oder sich weiterzubilden und sowas, dann bleibt man in dieser Motivation, in dieser Bewegung und in dieser Energie. Und bei mir ist es so, ich bringe gerne anderen Leuten andere Sachen bei, mache auch so ein bisschen Entertainment und so ein Stuff. Das seht ihr ja. Das mache ich ultra gerne und daraus entsteht diese Energie. Welcher Vogel setzt sich denn sonst noch freiwillig um 21 Uhr abends dahin und macht das? Ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. Ich stelle mal ein bisschen weiter weg. So, weil ich da Bock drauf habe, ihr da eventuell was von mitnehmen könnt. Also mein Tipp für heute, für euch ist, also ich habe ja auch mal Jobs gehabt, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Ich habe euch das ja in den vorigen Blogs schon mal erzählt. Ich habe ja mal tätowiert, dann habe ich auf dem Bau gearbeitet. Hier mein Onkel, hier Bauunternehmer. Dann habe ich mal in der Tankstelle gearbeitet. Dann habe ich mal bei einem Dachdecker gearbeitet. Dann habe ich mal in einem Fahrdienst gearbeitet. Habe so Schlüssel rausgegeben, so Essen auf Rädern und so. Dann habe ich Kfz-Mechaniker gelernt. Dann habe ich Ultra und so weiter. Irgendwann findest du was, wo du merkst, oh, das ist aber cooler als das. Dann filtert sich das so ein bisschen raus. Und wenn ihr gerade in so einem Job steckt, wo ihr denkt, boah, geht gar nicht, überlegt euch einen Plan B. Also ihr könnt ja weiter erstmal diesen Job machen, nicht so wie ich. Ich habe von heute auf morgen alles gekündigt und hingeschmissen und wusste erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Ist keine gute Idee, aber orientiert euch so ein bisschen. Und wenn ihr erstmal als Hobby anfangt und auch einen Blog macht oder sagt, ich mache, nee, das heißt ja nicht Blog, es heißt Vlog, ne? Vlog. Auch einen Vlog macht oder euch ein Online-Business irgendwie aufbaut und sagt, okay, ich hatte auch mal einen Online-Shop und habe USB-Sticks aus China importiert und habe die dann in so einem Online-Store abgefahren, eine Story. Auf jeden Fall, ihr könnt euch ja parallel so ein Business aufbauen. Wenn ihr gerne angeln geht, könnt ihr gerne einen Online-Shop für Angeln machen und vertickt da irgendwie oder macht euer Futter selber. Hier mein Nachbar, der macht sowas, Boilies oder so heißen die Dinger. Alto Belli, das stinkt, wenn ihr die Dinger da kocht. Also ihr könnt alles Mögliche machen. Fällt mir gerade auf, Elisa hat gesagt, ich soll nicht immer so viel Kaugummi kauen in den Videos. Okay, Entschuldigung, Elisa. Ja, also versucht eure Energie ein bisschen zu finden und euch zu orientieren und zu sagen, boah, ich mache gerne Fotos oder angeln oder malen oder so. Und dann hält man auch 12 Stunden durch. Oder 13 oder 14 oder 15. Manchmal sind es auch 18. Das ist dann schon echt Heavy Metal. Aber toi toi. Mein Körper, der macht das ganz gut mit. Ihr müsst jetzt nicht 18 Stunden durchballern, das ist ein bisschen zu heftig. Aber falls ihr euch halt fragt, wie solche Energien entstehen, genau so. Okay, ich werde jetzt noch eure Folge hier zurechtschneiden. Dann fahre ich noch zu einem Freund von mir, der hat uns eingeladen, der hat so ein Restaurant. Da haue ich mir dann noch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube es gibt Spargel. Ich weiß ja auch nicht, was heute ist. Es ist Spargelsaison, es gibt glaube ich Spargel. Und dann ist auch schon wieder morgen. Morgen ist Freitag. Leute, bald ist 1. Mai. Da geht's immer ab hier in der Stadt. Da ist immer richtig was los. Aber nehme ich euch bestimmt auch noch mit. Cool, das war's schon. Wenn ihr Bock auf weitere Informationen, wenn ihr Bock auf mehr Stuff habt, dann da abonnieren. Ansonsten
einfach einen Daumen hoch lassen. Ja, Kaugummi kauen nicht vergessen. Scheiße. Okay. Ich hab euch lieb, passt auf euch auf. Bis nächste Mal. Tschüss.